Naja, die nächsten beiden Reden befassen sich mit der EU und NATO. Und als erstes wird Sava Stomporowski zum Thema Militarisierung Europas reden. Sava ist seit 3 Jahren in Bonn und aktiv im Bonner Friedensbündnis. Das Bündnis veranstaltet regelmäßig Podiumsdiskussionen, meistens zu Syrien, aber bald auch eine zum Thema Militarisierung der EU. Sava ist zudem eine aktive Social-Media-Influencerin. Sie betreibt die Seite Ein Friedensappell und verlinkt seit nunmehr 5 Jahren dort täglich Artikel, Informationen über Kriege, Krisen, internationale Spannungen, Aufrüstung und andere Aufreger. Hier ist Sava mit ihrem Vortrag zur Militarisierung der EU. Hallo, liebe Friedensfreundinnen und liebe Freunde. Ich möchte gerne mit einem Bild beginnen, und zwar Europa, die Europäische Union. Sie wirkt auf uns immer wie ein ESC, ein Eurovision Song Contest, wo die Leute fröhliche Lieder singen, ihre Wettbewerbe bestreiten, manchmal ungerechte Punkte bekommen, aber dann ist es auch egal, nächstes Jahr geht's wieder weiter. Wir freuen uns. Dass auf der einen Seite dieses schöne, fröhliche Bild vorherrscht, widerspricht aber politischen Maßnahmen, die in den letzten Jahren entwickelt und umgesetzt wurden. So werden fast unbemerkt von der Öffentlichkeit Fakten geschaffen, wo man sagen kann, es ist nicht mehr das friedliche, unscheinbare Europa, sondern es geht wirklich um eine massive Aufrüstung, die wirklich unheimlich ist. Angefangen hat es eigentlich mit dem Brexit, dass das sichtbar wurde. Am 23. Juni haben die Briten entschieden, aus der EU auszutreten. Und dann kam es tock, 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 wie Schlag auf Schlag, 3 Tage später, zu einer neuen Globalstrategie der Europäischen Union, in der eine massive Aufrüstung und ein Ausbau des Militärapparats gefordert wurde. Die Briten waren bisher immer diejenigen, die das gebremst haben. Und da sie jetzt gesagt haben, sie wollen raus, gab es nichts mehr, was besonders Deutschland und die Franzosen gebremst hat. Und sie haben gesagt, wir im Schulterschluss marschieren voran. Und am Tag 4 des Brexit ist dann auf einmal ein Papier herausgegeben worden, ein starkes Europa in einer unsicheren Welt, von unseren Außenministern Deutschlands und Frankreichs. Darin wird zum Beispiel auch eine bessere Finanzierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gefordert. Der Vertrag von Lissabon, der 2007 unterzeichnet worden ist, verbietet dabei aber ausdrücklich Maßnahmen mit militärischen und verteidigungspolitischen Bezügen aus dem EU-Haushalt zu bestreiten. Und hier schummeln sich unsere politisch Verantwortlichen herum und sie setzen es einfach um, obwohl es nicht erlaubt ist. Und das ist ein ziemlicher Skandal, der unter den Teppich gekehrt wird. Als nächster Schritt kam im November 2016 Trump in Washington an die Macht als neuer Präsident. Und ein Jahr später hat die Europäische Union ein Strategiepapier entwickelt mit dem Namen PESCO. Ja, das ist kein Shantycore und auch hat nichts mit fröhlichem Gesinge zu tun, sondern mit einer massiven Rüstungsforschungs- und Verteidigungspolitik, die ausgestattet werden soll und einen neuen Anschub geben soll. In diesem Teil verpflichten sich die Leute, die mitmachen, also die Staaten, die mitmachen, ihren Haushalt um 20%, ihren Verteidigungshaushalt um 20% zu steigern. Und dabei sollen auch noch 2% regelmäßig in die Forschung, Rüstungsforschung entwickelt werden, also reingesteckt werden. Das ist neben der 2%, die wir bei der NATO demnächst auch noch investieren, ein weiterer sehr starker Anschub der Militarisierung, der Aufrüstung Europas. Und Deutschland und Frankreich gehen hier einen Schulterschluss vorweg. Macron und Merkel möchten gerne zeigen, wo es lang geht, und die anderen europäischen Staaten dürfen sich dem anschließen.
Dabei ist auch zwischen Deutschland und Frankreich nicht immer alles so ganz astrein. Wir wissen, dass Frankreich etwas lockerere Interpretationen der Aufrüstung hat, ja, und der vor allen Dingen der Rüstungsexporte in Richtung Jemen. Ja. In Jemen haben wir den erbärmlichsten Krieg überhaupt. Es ist eine humanitäre Katastrophe, von der die UN sprechen. Aber ohne unsere Waffenexporte könnte es diesen Krieg überhaupt gar nicht geben. Dann gibt es noch einen weiteren Widerspruch oder ja, Merkwürdigkeiten zwischen Frankreich und Deutschland. Denn es geht darum, unter anderem auch Kampfgruppen ins Ausland schicken zu können, ja? Europäische Truppen. Die Deutschen möchten dabei gerne, dass es alles seine Ordnung hat und eine ordentliche Struktur eingebettet wird. Und Macron möchte gerne eine europäische Interventionsinitiative. Das heißt, immer wenn es irgendwie Bedarf gibt, dann kann man gerne mal eine Gruppe zusammenstellen aus Freiwilligen, eine Koalition der Freiwilligen, und dann kann man drauf loslegen und intervenieren. Das ist auch ein ziemlich merkwürdiger Skandal, der nicht thematisiert wird. In dem kommenden Wahlkampf, jetzt die letzten Wochen vor der europäischen Wahl, werden solche Themen aber unter den Teppich gekehrt. Ja? Es gibt keine oder so ganz wenig Veranstaltungen, die das offen mit den EU, mit der Bevölkerung der EU bespricht, ja, und das, ob wir eine Zustimmung dessen haben. Weil die Menschen in der EU, die möchten eigentlich genau das, was das Bild hergibt, ein friedliches Europa ohne Waffen und ohne Aufrüstung. Wir haben am 30. April eine Veranstaltung dazu, wo wir weiter diese Fragen thematisieren. Zwei Gäste haben wir dazu bekommen, die Claudia Heidt, die ist eine große Expertin in dieser Sache, und einen grünen Abgeordneten, Friedhof Schmidt. Und ich freue mich, wenn viele von euch kommen würden, um die Themen weiter, ja, zu vertiefen. Dankeschön.